Ja, natürlich. Eigentlich, Ich, ne? ja, Sie haben zu Recht. Das haben Sie völlig zu Recht. Ich habe die jetzt auch gestartet lokal, aber Sie können sie auch noch starten, wenn Sie wollen. Das hab ich einfach vergessen. Pass auf. Wo war ich gerade? Also, motorisierte Fahrzeuge, Bike, Segway, Auto, die haben alle einen Motor. Das Ding kann ich abfragen. Also irgendwie definiert das Interface, dass ich so ein Ding habe. Und so ein Engine selber kann entweder eine Klasse sein. Und dass es eine abstrakte Klasse ist, kann man sehen, indem die Schrägschrift gehandhabt wurde. So. Aber man kann auch sehen, dass die erbende Klasse, diese Combustion, der Verbrennungsmotor und der Elektromotor, dass sie eine feste Linie haben, die zeigen auf die Oberklasse. Also diese Beziehung sagt, ich habe eine Klasse, die erbt von einer anderen Klasse. Und dieses Ein ist wichtig, denn in Java kann man von einer Klasse nur einmal erben. Dafür aber kann man von einem Interface mehrfach erben. Und das werden wir in diesem Diagramm noch nicht so sehr sehen, es sei denn, wir kommen bis auf dieses letzte hier und das kommt später. Man kann auch eine Zusammensetzung haben. So ein Combustion und so ein Verbrennungsmotor hat meistens Zylinder, mindestens eins, wenn es ein Säugermaschine ist, also wie ein normales Auto oder normaler Motorrad oder ein normaler Roller. Und so ein Zylinder hat Ventile und auch noch ein Piston. Piston ist ein Kolbe, eine Kolbe, genau. Und all diese Dinge selber sind auch Teile, Part auf Englisch. Und ein Teil selber kann aber auch Teile haben. Ein Teil hat Teile. So etwas wie der Motor selber ist ein Teil des Autos, aber der Motor selber hat auch Teile innerhalb sich selber. Zum Beispiel der Zylinder mit die Ventile und die Kolbe. All dieses sind Teile und dieses Interface-Part ist hier definiert als ein Teil kann Unterteile haben. Teile, die unterhalb dieses Teils liegen. All das ist hier als Interfaces definiert. Und dieser Pfeil hier zeigt, dass eigentlich ein Teil auch Teile haben kann. Das ist, was dieser Pfeil bedeutet. Letztendlich habe ich dieses Klassendiagramm aufgemalt, um so zu einer was ist eine Versteigerung zu kommen. Auf Englisch ist das Wort Auction. Denkt doch mal, dass wir alle diese Klassen definiert haben und nicht nur das, aber auch dieses hier. Das sind Juwelen, so wie ein Ring oder ein Halsschnur oder ein Armband. Das ist alles Jewelry, also Schmuck. Das ist das richtige Wort. Schmuck. Und es gibt eine Übereinkunft zwischen dieses Teil des Klassendiagramms und der ganze Rest. Und das Hinweis, das ist auch schon im Klassendiagramm gegeben. Was ist für eine Versteigerung interessant? Was ist für eine Versteigerung? Wenn ich was versteigern möchte, was ist dann interessant? Welches Merkmal der Gegenstände, die ich versteigern möchte, ist interessant für derjenige, der versteigert. Hinweis, es ist schon im Klassendiagramm. Es steht auch schon im Bild. Wie wertvoll das Teil ist. Bitte? Wie wertvoll. Wie wert? Ja, richtig. Wie wertvoll, genau. Ich muss immer übersetzen, also von Deutsch auf Niederländisch und dann wieder auf Englisch, so ungefähr geht das bei mir. Weiß nicht genau, aber tatsächlich, wie wertvoll, wie valuable Sachen sind. Und das ist hier tatsächlich vorgeschrieben. Und wenn ich das hier definiere, als zum Beispiel als Interface, dann könnte ich all diese Klassen, dieses valuable Interface implementieren lassen und damit wären alle diese Sachen versteigerbar, sozusagen. Alles, was Wert hat, kann man versteigern. Und die können dann verkauft werden zu einem Preis. Man könnte so sich vorstellen, dass diese Definition, was ist der aktuelle Preis oder der Verkaufspreis oder der To-Go-Preis oder so, was ist der Minimumpreis, dass da irgendwie in dieses Interface definiert ist. Und wenn das gegeben ist, kann ich das Auction, kann diese Sachen, diese wertvolle Sachen, kann sie dann versteigern.
Und das heißt, dass dann all diese Klassen irgendwie dieses Interface umsetzen müssen. Zum Beispiel könnte man so eine Strichlinie mit so einem Dreieck, könnte man hier unten zeichnen, also Dreieck hier. Und dann die Strichlinie auf Ring machen und auf Necklace und auf Bracelet und auf Piston und auf Valve und auf Cylinder und auf Auto und so weiter und so fort. Man kann natürlich, und das ist schlau, man kann natürlich dieses Interface nicht auf die unterste Ebene definieren und festlegen und umsetzen. Man kann es aber auch auf die höhere Ebene. Zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass ich der Preis eines Autos im Motorized festhalte. Also einfach sage, ein Motorized soll einen Preis haben und möglicherweise auch eine Beschreibung, denn nur Preis ist nicht so sinnvoll. Ich möchte auch eine Beschreibung haben. Hier steht also auch eine Beschreibung. Dann müsste das Motorized schon selber festlegen. Also ich kann selber schon sagen, dass es einen Preis gibt und eine Beschreibung. Und die Klassen, die da von erben, die definieren dann die genauen Details zum Beispiel. Oder die sagen, wenn ich ein Auto-Objekt herstelle über den Konstruktor, dann muss ich mitgeben eine Beschreibung und auch einen Preis zum Beispiel. Zu Parts könnte man sagen, das kann auch so einen Preis berechnen, indem es einfach seine Unterteile abklappert und die Preise zusammenzählt. Und wenn man eine Beschreibung braucht, dann könnte man sogar denken, dass man auch die Details der Unterteile zusammenfegt und diese auch noch mal zusammenführt. Vielleicht nicht die beste Lösung, aber das ist potenziell möglich. Und genauso für Jewelry kann man auch einen Preis festhalten und dann in der Beschreibung der Untertyp festlegen und vielleicht noch eine detailliertere Beschreibung, sowie die Materialwahl und die Schmuckstücke oder die Edelsteine, die verarbeitet sind zum Beispiel. Heißt, wenn ich einen abstrakten Begriff wie Auction habe, dass ich selber von einem abstrakten Begriff wie Wert oder werthabend und beschreibungshabend definieren kann, dann kann ich andere Klassen dieses Interface umsetzen lassen und dann ist alles schon gegeben. Die Auction kann damit seine Sachen machen und was es überhaupt versteigert, ist dann überhaupt nicht spannend, aber es erlaubt eine große Flexibilität, wo man sich konzentrieren kann auf genau das, was die Verantwortung ist von dieser Klasse zusammen mit das benutzte Interface. Okay, das möchte ich also gesagt haben über Interfaces und so weiter. Und das kommt, vielleicht ist es auch noch gut, um mal das Klassendiagramm von vorige Woche nochmal zu zeigen. Also jedenfalls das Klassendiagramm, das ich benutzt habe. Weil das eigentlich zu dieser Frage geführt hat, dass wir dieses nochmal zeigen wollen. Ja, das ist dieses Klassendiagramm. Vorige Woche haben wir besprochen und auch in der deutschen Klasse habe ich gesehen, wurde besprochen, dass man ganz gerne schreibt, und das Schreiben werde ich dann auch nochmal machen. Erstmal alles schließen. Ups. Eine neue Klasse, kurz mal. Ups. Ups, okay. Das weg. Ups. Wir schreiben in Unterrichtswoche 9 gerne das Folgende auf. Wir möchten so etwas haben wie eine Liste von Studenten. Student, und wir nennen das Elementstyp. Students, ups, mit D, bitteschön, wenn ich noch bieten könnte. Das kann ich festlegen. Und damit habe ich eine Liste definiert und dann wird die Liste häufig instanziert, so etwas wie New Array List und dann sieht das so aus. Und auch hier Steuerung Shift I, damit das Import vervollständigt wird. Und wir zeigen das gerne. Der einzige Nutzen dieses Konstrukt ist, dass wir zeigen, dass ein Array List, dass man einen Referenztyp von ArrayList zuweisen kann, einen Typ von List, dass die sozusagen zuweisungskompatibel sind. Also ArrayList ist ein List wegen, na, wo ist mein Klassendiagramm, wegen Vererbung. ArrayList ist ein ArrayList und ArrayList erbt von List, heißt, dass diese Dinge alle List sind. Und List ist selber auch ein List natürlich, aber das heißt, dass ein ArrayList damit ein List ist.
Die genaueren Details von Klassendiagramms nennen wir noch nächste Woche, aber jetzt benutze ich davon schon einiges, weil es schön erklärt, wie man so etwas sehen kann. Diese Linie, diese feste Linie mit diesen, dieses Dreieck, das führt zu einer anderen Klasse und am liebsten an der Unterseite. Das zeigt eigentlich, dass dieses ArrayList eine Unterklasse des AbstractLists ist. Und so ein gleicher Dreieck mit einer Strichlinie sagt, dass dieses Ding, in diesem Fall gelb, dass das ein Interface ist, das von dieser Klasse umgesetzt wird. Wenn ich das aufschreiben würde in Java, würde das sagen, Class Abstract List extends Abstract Collection implements List. Das ist ein ganzer Mund voll. Also nochmal, Class Abstract List implements Abstract Collection, Abstract List extends Abstract Collection, das ist, was diese Linie heißt, und implements, das ist die Strichlinie List in diesem Fall, wenn ich das so aufschreiben wollte oder möchte. Also so definieren wir das gerne. Wie gesagt, der Nutzen ist in diesem Fall, dass man zeigt, dass die beide gleich sind. Ab Java 11 hat man verstanden, na, manchmal ist, was hier steht, ist reicht völlig und alle die Informationen, die ich haben möchte, gibt es quasi schon. Und auf der linken Seite lasst der Compiler seine Arbeit machen und er selber mal raten, was es da so gibt. Wenn ich das mache, ich kann es also umsetzen auf eine Variable, dann sehen wir hier, dann sehen wir hier einfach var stehen, das heißt, es ist eine Variable. Und der Compiler weiß schon Bescheid, was es sein soll. Weil auf der rechten Seite steht die Definition. Und ich müsste das in diesem Fall eigentlich so schreiben, damit der Compiler völlig Bescheid weiß, dass er nämlich weiß, dass es eine Liste von Studenten ist. Ich möchte das nochmal kurz zeigen, damit hier klar wird, was gemeint ist. So etwas wie, so könnte es aussehen. Ja, also ein Programmchen, das eine Liste von Studenten einfach pro Student auflistet. So etwas könnte es aussehen. Wenn ich hier dann in diesem Fall dieses Student wegnehme, dann werden Sie sehen, dass der Compiler sagt, ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß nicht mehr, was ich hier habe. Denn du hast mir die Informationen genommen, die ich brauche, um festzustellen, was Fach von Typ ist. Das kann ich dann lösen, indem ich auf der linken Seite hier die Informationen hinzufüge. Also so. Und dann muss natürlich das Fach weg. Dann ist er wieder zufrieden. Oder ich schreibe hier Student. Student. Und dann ist mir erlaubt, um das Ding hier auf der linken Seite zu ändern auf Bach. Pass auf, in das MOOC ist es immer noch auf Java 8. Also dieses Konstrukt ist da nicht erlaubt. Aber ich kann der nächste Trick benutzen. Zum Beispiel so etwas wie Alt Enter. Und dann die Variable von der IDE von Student. Von der IDE errechnen zu lassen. Da muss ich das Ding natürlich Students nennen, damit er Bescheid weiß. Und dann sieht man, dass dass die IDE genau macht, was dieser Teil vorgibt. Nämlich, dass es ein ArrayList ist und die Variable Students wird dann auch von diesem Typ erklärt. Ja, meistens aber sehen wir, dass wir so eine ArrayListe von Studenten nicht selber haben und befüllen und so weiter und so fort, aber dass wir die irgendwie herbekommen. Dass man irgendwie eine Quelle hat von Studenten, zum Beispiel ein Autobus, die kommen zur Schule, um uns mal zu besuchen, oder per Zug, die kommen in Schland alle vorbei. Also man steckt die nicht selber in der Studenten. Und dazu haben wir eine Klasse. Ich habe mir frechheitshalber mal erlaubt, dass die Klasse ein Student Breeder zu nennen. Und diese Student, nee, mein Fehler, das ist nicht richtig. Ich muss mal genau ganz kurz mal was klauen aus einer anderen Klasse, das nicht so spannend ist, aber hier steht eine Hilfsmethode, hier steht eine Hilfsmethode, die ich mir
Ja, da wovon ich mich gerne bediene. Und ja, gut, und die klappe ich mal zu, denn Inhalt der Methode ist nicht so spannend, aber ich möchte die Studenten mal haben. Also get students. Und wenn ich dieser Ausdruck hier aufschreibe, dann kommt dieses Lämpchen wieder und dieses Lämpchen sagt oder IDE weiß, dass es hier einen Typ geben kann. Also lass mich mal das mal machen und man sieht dann, dass der Typ schon gegeben ist. Das Einzige, was ich hier noch machen müsste, ist Rose IO Exception. Dankeschön. Also dieses Get Students passt so. Das gibt eine Liste her. Und wenn ich hier Array-Liste schreiben würde, dann würde das nicht mehr passen. Denn diese Methode gibt keine Array-List her, die gibt eine List her. Und ob das eine Array-List oder eine Linked-List oder eine sonstige List ist, habe ich keine Ahnung. Das ist die Zuständigkeit der Klasse GetStudents. Was sie da versteckt hat innerhalb dieser Bereich, ist für mich unwichtig. Das Einzige, was ich von der Methode weiß, ist, dass es eine Liste zurückgibt. Und deshalb ist es angebracht, um dann einen Interface-Typ zu definieren auf der Seite, wo man irgendein Interface-Typ erwartet. Also diese Methode gibt eine List zurück. Das ist von dieses List-Typ, das in Java definiert ist. Und das Einzige, was ich damit anstellen kann, ist alles, was Listen erlauben. Ich kann das auch auf Collection setzen. Denn, ups, dann muss ich da aber natürlich richtig schreiben. Denn Collection, Strg+Shift+I, denn Collection ist auch ein Obertyp von ArrayList. Also ich kann das auch benutzen. Was dieses Collection mir erlaubt, ist über die Studenten zu iterieren mit dieser For-I-Schleife, diese Enhanced-Schleife. Ich könnte sogar, wenn ich möchte, hier ein Iterable schreiben. Denn das reicht auch völlig für dieses ArrayList-Dings. Und das mal zur Erinnerung zu führen. Also ArrayList, AbstractList, List. Ich bekomme dieses Ding. Und so ein Iterable erlaubt mir die For-I-Schleife. Also ich brauche nicht erstmal eine Collection. Das Iterable reicht völlig, um diese For-I-Schleife zu erlauben. Okay, das war soweit über diese Werte. Ja, jetzt das nächste Thema der Vorlesung ist, mal sehen, ja, ist, dass wir über das Interface Comparable nochmal etwas mehr erklären möchten über Interfaces und wie man die umsetzen kann. Wir wissen alle, dass es von Interfaces keine Instanzen geben kann. Denn ist nicht erlaubt. Interface, das sagt, die Instanz wird Klassen haben, Methoden haben, aber das Interface sagt nur, dass es die Methoden gibt, aber implementiert sie nicht selber, setzt sie nicht selber um. Da haben wir ein potenzielles Problem. Wenn wir nur ein Interface haben wollen und dieses Interface ganz einfach umsetzen wollen, weil wir an der Stelle schon wissen, wie das Interface umgesetzt werden könnte, aber nicht eine komplette neue Klasse schreiben wollen, um dieses Interface zu machen. Und dieses Comparable macht genau das. Das hilft uns, um dieses mal richtig zu erklären, so sollte ich es sagen. Und das sieht dann auch folgendermaßen aus. Ich könnte zum Beispiel Studenten miteinander vergleichen. Comparable, das ist richtig geschrieben, dann Student. Und lassen wir mal sagen, wir vergleichen Studenten auf Basis der Namen, der Länge der Vornamen. Also Vornamen. Name. Komparator. Komparator. Also, das ist eine Definition. Mittlerweile hat
oder schon gemacht. Comparable wurde schon hinzugefügt. Ja, ich brauche hier offensichtlich keinen extra Import, weil Comparable wohl in einem Package definiert ist, das schon automatisch importiert wurde. Und dieses Comparable ist also, das vergleicht Studenten. Und Comparable ist ein Interface, also ich kann das eigentlich nicht wirklich umsetzen. Ich kann davon keine neue Instanz schreiben, obwohl ich eigentlich dieses möchte. Ich möchte eigentlich Comparable schreiben. Und wir sehen, dass es in Java lang definiert ist, deshalb brauche ich keinen Import. Aber ich muss eine Methode umsetzen. Nun ist es in Java so definiert, dass wenn ich die Methode an der Stelle umsetzen, dann sagt der Compiler, okay, Sie haben die Arbeit geleistet, es gibt eine Implementierung für die eine fehlende Methode, die ich umsetzen muss, die Compare-Methode. Und wenn ich die habe, dann bin ich zufrieden. Und wenn ich das mal weiterführe, also einfach das Completion erzeugen lasse von der IDE, dann sieht man hier, dass dieses Comparable erzeugt wird. Das bis hier sieht es aus wie ein Interface. Und wenn ich da ein Semikolon schreiben würde, komm, mach mal so. Wenn ich hier ein Interface schreiben würde, dann sagt, das ist einer zu viel. Ich muss es mal kurz ein bisschen Arbeit leisten hier. Dann sieht man, dass der Compiler sagt, geht nicht. Comparable ist abstrakt, cannot be instantiated, also keine Instanzen. Aber wenn ich dieses wieder rückgängig mache und diese Kommentare wieder rückgängig mache, dann sehen wir, dass wenn ich nur die Arbeit leiste, das heißt die Umsetzung mache, die eine Methode, die noch fehlt, weil diese Methode ins Interface definiert ist, dann bin ich schon fertig. Dann habe ich eine Definition dieses Comparable gemacht. Dann sieht man, dass das wird Deutsch. Länge Komparator. Ist das ungefähr richtig? Ich glaube schon. Ich möchte die Länge der Vornamen miteinander vergleichen. Ich möchte gerne Int-Werte haben. Und Vornamen, die haben alle eine, das sind Strings. Und die haben alle eine Länge, also kann ich die auf Basis von diesen Sachen vergleichen. Und die Methode, die man umzusetzen hat, ich habe ein Problem gebaut. Oh je. Ich habe bis jetzt vom Comparator reden wollen. Ich habe es, denke ich, auch gemacht, aber ich habe tatsächlich nicht aufgepasst und Comparable geschrieben. Ja, Comparator. Und dieses muss ich sehr wohl importieren. Also wie man sieht, hier Java Util Comparator. Und dann die Methode, die ich umzusetzen habe, ist auch eine andere. Comparator. Yes. Das ist ein Abstract. Und das mal Inter. Okay. Lass ich das nochmal machen. Dann für die Denkpause, die ich mich hätte nehmen sollen. Comparator. Comparator, ja, von Vorname, Länge, und vielleicht schreibt ihr das selber hier so. Das ist eine Definition, ist noch keine Instanz, dieses Ding hat noch keinen Wert. Wenn ich das Ding ein Element zuweisen möchte, dann geht das so und jetzt habe ich es richtig. Jetzt sehe ich tatsächlich, dass ich zwei Studenten vergleichen kann. Also einer Student O1, Otto 1 und der zweite ist Oliver 2, könnte man das sehen. Selber schreibe ich die gerne als A und B. Selber schreibe ich das gerne als A und B, die ich vergleichen möchte. Und weil
Ja, das ist die normale Reihenfolge und wir wissen es schon von der Deklaration, dass es Studenten sind. Ich muss nur noch der Ausdruck schreiben, um diesen Vergleich zu machen. Diese Compare-Methode soll einen Endwert zurückgeben und kein Exception throwen, wie da steht. Wir sollen Endwert zurückgeben. Und wie könnte das aussehen? Ich konnte von A der Vorname holen und davon die Länge. Länge und davon subtrahieren das gleiche vom anderen Student und davon die Länge abziehen. Und damit habe ich der Komparator schon gegeben. Beweis, dass es funktioniert. Diese Methode. Diese Methode. Ich möchte jetzt wieder eine Liste haben. Nochmal benutzen, ordentlich einrücken und dann diese Studenten mit dieser Methode, mit dieser Komparator-Methode vergleichen. Students. Und dann gibt es eine Sort-Methode. Das ist, was eine Liste schon erzeugt, erlaubt. In Java ist die Liste so definiert, dass man die sortieren kann. Eine beliebige Liste kann man sortieren. Das heißt, im Interface ist schon definiert, wie das Sortieren vonstatten geht. Aber die Sonderklassen, also Linked-List und ArrayList, die können selber eine verbesserte Implementierung erzeugen. Und damit ist dann gegeben, dass alle Listen in Java sind sortierbar. Und dann kann ich der Komparator übergeben. Und wenn ich dann mir die Liste anzeigen lasse, zum Beispiel, indem ich diese Liste einfach mit der For-Each-Schleife zum Beispiel zeigen lasse. So, Student und dann das laufen lasse. Dann, Run File. Dann kommen alle Studenten sortiert nach Vorname raus. Ja, man sieht hier, dass Verzeihung, Länge des Vornamens raus. Also Marx steht ganz vorne, dann kommt Enid und dann Endestat Armandina. Das ist der letzte Name einer Brutente, wie man sieht. Ja, also damit kann ich sortieren. Okay, also Komparator erlaubt das Sortieren Elementen und Listen erlauben, nee, Komparator erlauben das Vergleich von zwei Elementen. Wenn ich einen Komparator habe, kann ich da mal eine Liste sortieren über die Sort-Methode und damit wird die Liste abgeändert, somit dass die Elemente in der Sortierreihenfolge des Komparators festliegen. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ich vom Komparator sagen möchte. Es gibt Klassen, die sich selber auch vergleichen können. Zum Beispiel String kann sich selber vergleichen mit anderer String und dann, das heißt ein alphabetischer Vergleich. Also Anna gibt es vor Jörn zum Beispiel. Das ist, was String-Klasse selber auch schon kann. Und das heißt, man kann eine Klasse von Strings auch sehr, Verzeihung, eine Liste von Strings auch sehr einfach vergleichen, wenn man den richtigen Komparator gibt. Wir haben Komparator aber als Interface gewählt, weil es allerhand schöne Sachen zeigen kann und auch erklären lässt, wie man sich ein Lambda-Expression, ein Lambda-Ausdruck vorstellen kann. Wir sehen, dass in diese Komparatesbeispiel, dieses Ding hier, dass man eigentlich ziemlich viel schreiben muss, um festzuhalten, dass wir von diesen zwei Werten nur diese Subtrahierung berechnen möchten. Wir schreiben hier New Comparator Student, Klammer, Klammer, geschweifte Klammer, Override, Public Int, Compare, noch eine runde Klammer und dann Student A, B und so weiter und so fort. Weil uns eigentlich nur interessiert ist, was reingeht, und das sind diese zwei Dinge, zwei Studenten, und was rauskommt, nämlich ein Endwert. Das wird hier definiert, aber vor allem sind wir interessiert, wie die Berechnung vonstatten geht. Das kann man alles kurz fassen. Man kann einfach eine Menge streichen und ich werde das machen. Ich werde hier einfach streichen, was ich nicht brauche, um festzulegen, was ich tatsächlich als Berechnung ausführen möchte. Erstmal alles, was vor Student steht. Diese geschweifte Klammer, die braucht auch keiner. Das Return, das kann ich mich auch sparen. Und diese
Semikolon und diese Semikolon und sogar diese Semikolon brauche ich nicht. Ich muss nur der Compiler sagen, ich meine hiermit ein Lambda-Ausdruck und das Bindeglied ist ein Pfeil. Also nochmal rückgängig. So ungefähr. Das, so bin ich angefangen. Was ich streichen kann, ist alles von hier bis da. Ups, verzeihung. Von hier bis da. Zack. Von dieses brauche ich nicht. Diese geschweifte Klammer brauche ich nicht. Dieses Semikolon nicht. Und nur das letzte Semikolon ist, was ich noch haben möchte. Und ich verbinde die beiden Bindeglied mit einem Pfeil. Was ich damit zeige, oder was ich dem Compiler sage, ich habe hier einen Ausdruck, der zwei Studenten nimmt. Und die Berechnung, die du damit machen solltest, sieht so aus. Hol dir von diesen beiden Studenten die Namen, ziehe die Länge voneinander ab und fertig. Ja? Dieser Konstrukt, dieser Teil, nennen wir einen Lambda-Ausdruck. Das heißt, eine Methode, das heißt, die Eingabewerte, die zu einer Methode definiert sind, sind definiert und die Berechnung in der Methode ist festgehalten. Und das sind die Sachen, die uns wichtig sind. Diese Methode hat keinen Namen, nennt sich, das heißt, all diese Methoden von dieser Typ haben keinen Namen. Dieses Konstrukt nennt sich ein Lambda-Ausdruck. Und dieses Lambda-Ausdruck ist völlig vergleichbar mit das normale Interface, was wir vorher hatten, dieses Komparator. Sogar besser noch, alle Lambda-Ausdrücke, die haben ein definierendes Interface, ein sogenanntes Functional Interface. Diese genauen Details werden wir in dieses Semester nicht besprechen, das ist Thema von PHC 2, aber so können wir die Sachen benutzen. Das heißt, dieser Lambda-Ausdruck kann ich jetzt benutzen, um die Studenten miteinander zu vergleichen. Es gibt jetzt im Moment sogar noch ein wenig Redundanz, das heißt überflüssige Informationen, die der Compiler nicht weiter braucht. Wer hat eine Idee, welche Wörter ich auch noch streichen kann in die Zeilen 22 bis inklusive 24? Es gibt da noch etwas, was ich streichen kann. Nicht alle gleichzeitig will Herr Vandenham sagen. Dieses Wort Student und dieses Wort Student weiß ich schon. Der Compiler weiß schon, denn es geht hier um einen Komparator. Komparator nimmt zwei Eingabewerte von einem Student. Das sind die Typen des A und Bs. Also brauche ich das nicht nochmal zu wiederholen und damit wird dieser Lambda-Ausdruck noch kompakter. Um zu zeigen, dass dieses völlig ebenbürtig ist wie das ursprüngliche Komparator, kann ich dieser Teil ersetzen mit dieser Lambda-Ausdruck. Und das werde ich jetzt machen. Also nehme ich das ganze Ding, kopiere das und ersetze damit dieses Ding. Und dann lasse ich mein Programm nochmal laufen. Nochmal laufen. Hoppa, ran. Und damit sehen wir, dass wir die Studenten noch immer auf Länge des Vornamens verglichen haben. Wieso habe ich einen Komparator gewählt, der einfach diese Abziehoperation macht? Weil einfache Endwerte rauskommen. Ein Komparator ist folgendermaßen definiert. Wenn ich zwei Sachen A und B miteinander vergleiche, dann kann ich das so festhalten, dass wenn wenn A größer ist als B nach dieser Vergleich, dann ist das Ergebnis des Komparators ein Wert über 0. Über 0. Wenn A und B gleich sind zu dieser Vergleichsoperation, dann ist der Wert, der zurückgegeben wird, das Int, das zurückgegeben wird, ist 0. 0. Und wenn A kleiner ist als B, dann wird ist der Wert, der zurückgegeben werden soll, ist eine Zahl kleiner 0. Also es ist nicht gegeben plus 1, 0 oder minus 1, nein, jede Zahl über 1 reicht, um zu sagen A größer B
und jede Zahl unter jede Zahl über 0 sagt, dass a größer ist als b, und jede Zahl unter 0 sagt, dass a kleiner ist als b. Manchmal, ein Student hat mir mal gesagt, ich kann das schwierig beibehalten, aber die Idee ist ganz einfach. Wenn ich mal ein anderes Kamera anschalte, und hier sieht man das. Wenn ich einen Komparator habe von a und b, wenn der Vergleich so ausgeht, a ist größer b, dann soll das Ergebnis des Komparators ein Wert größer 0 sein. Wenn das a gleich ist wie das b, dann ist der Wert, der rauskommt, ist gleich 0. Und wenn das a kleiner ist als b, dann ist der Wert kleiner 0. Also man sieht einfach diese Operation, dieses kleiner oder dieser größer, das wird einfach auf der linken Seite, auf der rechten Seite wiederholt. Also so kann man sich dieses Mal kurz aufmalen und sehr einfach beibehalten, wie die Zusammenhänge tatsächlich sind. Okay, damit haben wir gezeigt, wie man von einer Interface-Definition auf einen Lambda-Ausdruck kommt. Es gibt ein paar Eigenschaften von diesen Interfaces, die wir, wie gesagt, in PRC2 nochmal ansprechen wollen. Das Wichtigste ist aber, dass in dieses Interface nur eine Methode abstrakt definiert ist. Und es gibt seit Java 8 eine ganze Menge von diesen Methoden, die nur eine Methode, eine abstrakte Methode definieren. Und diese abstrakte Methode, die definiert genau, wie der Lambda-Ausdruck aussehen soll. In diesem Fall die Methode, die im Komparator definiert ist. Mal gucken, ob ich das leicht zeigen kann. Ja, dann kommt meine IDE. Dann sehen wir hier, dass wir in einem Komparator sich auf das richtige Ding bewegen, dass es hier genau eine Methode gibt. Das ist die Compare-Methode. Diese hier. Diese Compare-Methode ist die abstrakte Methode, die definiert ist. Dann könnte man sagen, wenn das hier alle abstrakte Methoden sagt, die sehe ich hier aber zwei. Das ist richtig, was man hier zwei sieht. Der Grund dazu ist, dass für Comparable das Equals eine Sonderbedeutung haben könnte. Und man hat sich dieses erlaubt, ohne dieses Equals neu zu definieren im Komparator, damit man diese Dokumentation dazu schreiben kann. Und das heißt so viel, dass es ist nicht unbedingt so, dass zwei Objekte, die equals sind, also gleich sind über equals, dass sie auch komparieren wie 0. Das ist nicht gegeben, das ist, was man damit macht. Das ist die Methode, die hier vorgeschrieben ist. Und das ist ein Functional Interface, ist hier gegeben mit dieser Annotation. Tatsächlich ist die Definition von Functional Interface, dass es nur eine abstrakte Methode gibt in dieser Klasse. Okay, Komparator kann man überführen in einen Lambda-Ausdruck und dieses Lambda-Ausdruck dann benutzen an alle Stellen, wo man Lambda-Ausdruck benutzen kann oder dieses Interface benutzen kann. Ein Beispiel, wo ich hier in diese Sort-Methode der Komparator benutze. Ja, also dieser Lambda-Ausdruck ist genau das gleiche wie das da. Das heißt, ich kann dieser Wert genauso gut benutzen wie der Lambda-Ausdruck selber. Okay, nochmal ersetzen. Und dieses Programm ist genauso definiert wie das vorige. Okay. Dann das nächste Thema zur Vorlesungsstunde. Das nächste Thema ist dann letztendlich das Benutzen von Streams. Man muss sich vorstellen, dass man ein Fließband hat. Ein Fließband, so etwas wie in einer Produktion benutzt wird. Das heißt, es bekommen Sachen zusammen. Denk mal Marmelade. Ich habe Töpfe von Marmelade, die müssen erstmal befüllt werden. Das ist die erste Stelle. Dann muss der Deckel rauf, das ist die zweite Stelle. Dann muss ein Etikett rauf, das ist die dritte Stelle. Dann müssen die gekocht werden. Ich denke, das Kochen geht vor das Etikett, aber die können etwas denken. Dann werden die verpackt, das ist die vierte Stelle und so weiter. Und es kann sein, dass es auch eine Qualitätskontrolle gibt, dass man sortieren muss nach Qualität, nach A und B. Zum Beispiel, wenn das Etikett schräg ist.
dann muss es vielleicht ausgeworfen werden oder in eine Sondersortierung kommen, wie die B-Sortierung, keine Ahnung. Aber das alles, wenn man dieses Modell wie Fließband im Kopf behält, mit Umänderung, also Lehrertopf oder leeres Glas, sollte ich sagen, natürlich. Leeres Glas, befülltes Glas, gedeckeltes Glas und so weiter. Das kann man sich vorstellen als die Änderungen, die so ein Glas von Marmelade über sich gehen lassen kann. Dieses Modell passt wunderschön zu das Konzept, das man in Streams hat. Und dieses Konzept in Streams, das möchte ich mal ganz gerne zeigen in dieses Beispiel, das wir hier erstellt haben. Und ich muss da mal kurz mal was auskommentieren. Oder ja, so. Wir machen es einfach komplett neu. Und das ist am besten. Irre ich mich auch nicht. Das heißt, nicht mehr als notwendig. Ich habe irgendwie eine Quelle von Studenten. Wie das genau aussieht, ist nicht spannend. Im Moment ist das überhaupt noch nicht spannend. Das gibt es in der nächsten Woche, vermute ich mal. Oder anders in der übernächsten Woche. Oder wenn auch nicht, dann in PRC 2. Irgendwie habe ich eine Quelle von Studenten. Eine Collection von Studenten. Collection heißt, ich kann darüber iterieren. Collection heißt aber auch, ich kann dann von einem Stream erzeugen. Und so ein Stream ist gewaltig mächtig, und das ist eine der wichtigsten Merkmale in Java 8, zusammen mit den Functional Interfaces, die das ermöglichen, die diese elegante Schreibweise von Streams ermöglichen. Also, so ein Student, diese Collection von Studenten, die kann ich streamen. Und was ich da habe, da zeigt nichts Besonderes. Was da steht, ist ein Student, die werden gestreamt. Ich kann diese Studenten auch wieder sammeln in einen Behälter. Und dieser Behälter könnte so aussehen. Ich könnte so einen Stream von Studenten wieder zusammenpacken. Fließband, Studenten einen nach dem anderen rauf und am Ende des Fließbands werden wir zusammengepackt in zum Beispiel einen Bus oder eine Klasse. Keine Ahnung, wie man Studenten packt. In diese Version von NetBeans, die Sie auch benutzen können, wenn man nur NetBeans haben möchte, im Moment noch nicht mit TMC-Plugin, aber das wird sich hoffentlich bald ändern und damit ist auch das Big Sur Problem gegessen, denke ich, kann man sehen, wie die Schritte dann auf das Fließband laufen. Also zuerst hat man einen Stream vom Student, das ist das Erste, was da steht, und das zweite Operation in das Collect, damit erzeugt man eine Liste von Studenten. Ich kann aber zwischen dieses Streamen und dieses Zusammenbringen, kann ich auch zusätzliche Operationen machen. Ich kann zum Beispiel Studenten haben, die eine bestimmte Güte haben. Ja, was könnte die Güte sein? Was könnte eine Güte sein? Na, eine Güte ist vielleicht nicht das beste Wort, aber ich möchte vielleicht die Studenten sortieren nach Geschlecht, Gender auf Englisch. Ja? Dazu gibt es also eine Klassifizierung und diese Klassifizierung findet in Java statt mit die Filter-Operation. Also es gibt eine Methode, die heißt Filter und damit kann ich eine Methode übergeben, ein sogenanntes funktionelles Interface, diese Methode, also klickt da mal drauf, bitte. Ja. Und dieses funktionelle Interface nimmt ein Studentobjekt entgegen, denn das sind die Sachen, die auf das Fließband vorbeikommen, und soll darauf eine Aussage machen. Also ein Ja oder Nein. Akzeptabel oder nicht akzeptabel. Also, dieser Student, der vorbeifliegt aufs Fließband, möchte ich irgendwas wissen. Zum Beispiel, naja, sagen wir mal, dass die weiblichen Studenten sind. Das heißt, dass der String F gleicht das Geschlecht des Studenten. Student.getGender. Hoppata. Ja, also so habe ich dann ein Filter erzeugt, indem ich von diesen Studenten nur die Damen haben möchte. Ja? Aus irgendeinem Grund. Ich möchte was verkaufen, was für Damen interessant ist, für Herren nichts interessiert. Um das Ergebnis davon festzuhalten, muss ich natürlich dafür sorgen,
dass ich dieses Erzeugnis festhalte. Also wenn ich diese Werte trenne, dann sehe ich hier schön Stream von Student und List von Student. Aber wenn ich dann die Werte, der Wert, das Ergebnis zuweise, dann verliere ich leider die Information. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber im Moment ist das leider so. Man sieht aber, dass ich eine Liste bekomme von Studenten und wegen des Filtern weiß ich, dass das Ding nur die Mädels enthält. Das könnte ich zeigen, indem ich wieder eine For-Each-Schleife mache, weil in der Liste ist und ich kann auf eine Liste kann ich eine For-Each-Schleife machen und ich kann dann die Damen oder das Ergebnis zeigen. Ups, da muss ich. Ups. Students. Student. Ups, Student. Und wenn ich das Programm dann laufen lasse, wo ist mein Window? Nein. Hoppaka. Dann mache ich das so. Wo ist mein Programm? Output Window. Ja. Ja, so möchte ich es haben. Ja, also hier sehe ich die Klasse stehen und ich gleich vielleicht ein bisschen kleiner, dick kleiner. Kann man das noch lesen? Auf dieser Seite? Nichts sagen heißt ja. Okay, gut. Wenn ich dann also, hier sehe ich noch allerhand Studenten, also männliche und weibliche Studenten vorbeikommen. Wenn ich das Programm jetzt laufen lasse, dann müsste da nur die männlichen Studenten rauskommen, die weiblichen Studenten rauskommen. Zack. Und man sieht, dass es hier schon weniger geworden sind. Und man sieht tatsächlich, dass es hier nur noch Frauen gibt. Also dieses Filter, da muss ich das mal wegmachen, denn ich muss hier in die Schulklasse sein. Dieses Filter erwirkt, dass ich nur die Mädels sehe oder wenn ich es mal kurz abändere auf M, wie masculine, dann werden es nur die Männer, das sind weniger, wie man sieht. Also so kann ich die Elemente, die aus dem Fließ vorbeikommen, kann ich einfach filtern, irgendeine Güte haben oder ein Merkmal haben. Wenn ich interessiert bin, um was auf das Fließband vorbeikomme, dann habe ich eine Hilfsmethode, die beim Debuggen vor allem sehr hilfreich sein kann. Und das ist die Peak-Methode. In die Peak-Methode erlaubt mir, nur etwas zu machen wie, mach mal ein System.out.println vom Student. Ja, und hier jetzt stehen. Oh ja, ich habe hier der kleine Fehler gemacht, dass ich der Pfeil nicht richtig Form gegeben habe. Die müssen unbedingt zusammenstehen. Und wenn ich das mache, dann werden alle Studenten gezeigt und vor der Filteroperation. Und wenn das heißt, ich werde alle Studenten sehen. Zeig mal. Und danach werden die Studenten, das heißt, dieser Ausdruck wird gezeigt. Also die Studenten, die rauskommen aus dieses Filter, werden hier gezeigt. Das ermöglicht mir also zu sehen, ob das Filter das Richtige macht, wenn ich zum Beispiel diese Ausdruck hier nochmal wiederhole und der Vergleich vor die Filteroperation und auch der Vergleich nach der Filteroperation. Also werde ich hier noch mehr Ausgabe sehen. Das ist Vorfilter und das ist Nachfilter. Man sieht es nicht wirklich. Und plus 1 und dann das hier auch mal zeigen. Und Peak 2. Okay. So. Und jetzt noch mal laufen lassen, dann wird es ein bisschen besser ersichtlich, was dann durch die Filter läuft. Hier sieht man,
etwas Komisches. Das ist bemerkenswert. Denn man sieht zum Beispiel hier, es kommt ein Peak 1 und dann nochmal ein Peak 1 und dann ein Peak 2. Das heißt, das erste Element, dieses F, dieses Malvina Molden, das ein weiblicher Student ist, kommt nicht an dieses Filter vorbei. Der zweite Student, Eugenio Elias, männlich, der kommt an das Filter vorbei und deshalb wird er nach dieser Filteroperation auch nochmal gezeigt. Ja? Also pass auf, dass ein Stream macht nicht einfach eine Kopie von dieser Collection und macht eine Operation auf diese Collection und macht dann eine neue Collection daraus. Nein, so ein Stream nimmt die einzelnen Elemente einem nach dem anderen. Und wenn ein Element vom Fließband gekickt wird, wird einfach das nächste aus die Quelle genommen, also die Studentquelle in diesem Fall. Und wenn das Filter passiert wird, also wenn das Element akzeptabel ist für Filter, wird es in die nächste Stelle weitergeführt, in die nächste Stelle weitergeführt, in die nächste Stelle weitergeführt, bis am Ende, bis man auf diese Collect-Methode kommt. Und die Collect-Methode, das ist eine Methode, die sammelt. Die ist eine Methode, die so ein Fließband schließen soll. Wichtig ist die Methode ist sehr wichtig, weil, und das werde ich jetzt, das werde ich jetzt zeigen, weil wenn die Methode nicht da ist, also wenn die Methode, die am Ende steht, diese, ja, dann muss ich das natürlich kurz mal auskommentieren hier, sonst ist die Zuweisung nicht mehr richtig. Und das ist auch nicht mehr richtig. Wenn ich, Verzeihung. Na, ich mache das etwas anders, ich könnte mir vorstellen, dass ihr denkt, der wirft alles weg und dann kommt nicht mehr raus und da belegt er aus meiner Sicht nichts. Ich möchte hier mal zurück dieses Var benutzen. Das macht es mir einfach etwas einfacher, um dann hier ein Semikolon zu schreiben und dann hier das zu schreiben. Hier sieht man, dass der Compiler meckert. Er sagt, das geht nicht. Ich required ein Array oder Iterable, aber ich tatsächlich habe einen Stream und das gehört nicht zu diesen Untertypen. Also, wenn ich dieses Collect wegnehme, dann wird man sehen, dass die Peaks sogar nichts mehr tun. Weil man kann sich das vorstellen, wieder dieses Fließbandmodell, die abschließende Methode, die sogenannte Terminating Method, Terminating Operation, das ist eigentlich der Antrieb des Systems. Man könnte sich vorstellen, dass am Ende des Fließbands steht der Motor, der das Fließband dreht, und das sind genau diese Terminating Operations. Und wenn die weg ist, dann wird das Fließband einfach nicht mehr laufen. Dann wird nichts mehr rauskommen. Dann zeigt man hier überhaupt nichts mehr. Ja? Obwohl Sachen ausgeführt werden. Es wird hier ein Stream erzeugt und dieses Stream muss man antreiben und das kann ich natürlich dann wieder so machen, indem ich diese Females versammle in eine Liste zum Beispiel. List. Ups. Und das zuweise an eine Variable. Und das wird dann wohl Females normales heißen müssen, obwohl sind keine Females, das sind Männer. Females. So, ungefähr. Guys. Ups. So, und dann kann ich mit meiner VI-Schleife wieder machen. Also, ja, lass mal erstmal die VI-Schleife machen. VI. Oh, nein, nicht vor I, mach vor E. Vor E, hoppakee. Sort for. Reicht völlig. Ja, also wenn ich diese Collect-Operation nicht mache,
dann wird das Fließband nicht laufen, alle keine Elemente hergeben, sogar die Filteroperationen sehen nichts. Und erst wenn ich dieses Collect mache, dann, also der Antrieb des Fließbands, dann sieht man tatsächlich die Elemente des Fließbands vorbeikommen. Okay, ja, was kann man noch machen mit solche Streams? Außer dieses Filtern. So. Also hier haben wir komplettes Programmchen, das die männlichen Studenten nimmt. Und ich möchte von den männlichen Studenten zum Beispiel die Vornamen haben. Ja? So eine Operation heißt eigentlich eine Transformation. Eine Transformation oder ein Mapping, wie man in Java sagt. Ein Mapping heißt, man geht von einem Typ in ein anderes Typ. Man wandelt sozusagen um. Eine Map-Operation wandelt Typ. In diesem Fall möchten wir von Student den Vornamen bekommen, und ein Vorname ist ein String. Das heißt, das Mapping ist von ein Student nach einem String. Hier zuerst mal dieses auskommentieren. Und dann nach dieses Filter möchte ich ein Map machen. Map. Und die Map-Methode, die heißt, ich nehme von Student.getName. Und get first name. Hoppakee. Ja. Wenn ich mal kurz hier das auf eine separate Zeile zeige und das IDE erlaube zu zeigen, was die Zwischenergebnisse sind, dann sieht man sehr schön, dass es, was ich anfange mit einem Stream von Studenten, der noch angetrieben werden soll, dann mache ich eine Filteroperation. Das heißt, nach der Filteroperation habe ich immer noch einen Stream von Studenten. Könnte aber heißen, dass das ganze Fließband leer ist, weil zum Beispiel keine Geschlecht M hat. Und nach dieser Stream-Operation mache ich eine Umänderung, Typänderung. Das heißt, ich ändere diese Studenten diese Student-Elemente, die auf dem Fließband vorbeigehen, im Stream gehen, die wandle ich um in Strings. Und man sieht tatsächlich, dass hier am Ende steht Stream von String. Und danach mache ich die Collect-Operation, also die Antriebfunktion oder die Terminating Operation, die erzeugt damit eine Liste von String. Und dann mein letztes schließendes Semikolon, wenn ich das hier wegnehme und auf dieser Zeile schreibe, dann bin ich diese Andeutung los. Und das, deshalb habe ich diese Semikolon an der nächsten Zeile geschrieben, damit man dieses List von Strings schön sieht. Wenn ich dann diese Wert wieder zurück zuweise an Geist, dann fallen all diese Hinweise weg. Leider, aus meiner Sicht ist das im Moment leider. Manchmal kann es auch stören, muss ich sagen. Aber dann weiß ich also, was meine Studenten sind. Und wenn ich jetzt dieses ermögliche, werden wir sehen, dass das nicht geht, weil dieses Guys-Dings ist keine Liste von Studenten mehr, also kein Iterable oder Collection von Studenten, aber stattdessen ein Studentname. Also um das richtig zu machen, soll ich hier natürlich String schreiben, Student Name, und vielleicht sollte ich Student Name. Und vielleicht dieses Ergebnis auch anders benennen, also Guy Names. Oh, das ist Vornamen. Oh. Also das sind die Vornamen der Männer, der Guys. Und wenn ich dann das mal laufen lasse, wieder schön in dieser Bereich. Dann habe ich einen Kompilierfehler, wie man sieht. Ich muss hier ein großes V schreiben. Nochmal. Und dann müsste da rauskommen, dass es die Männer gibt.
Und man könnte noch natürlich noch zusätzliches filtern. Also wenn ich zum Beispiel von die nicht nur die Männer haben möchte, aber zum Beispiel als zweite Filteroption haben möchte, dass die Männer auch rote Haare haben sollten, Ginger auf Englisch, dann kann ich es nochmal filtern. Und dann kann ich sagen, Student, Ginger und equals und dann Student und jetzt Hair Color. Und das wird schon wohl schon passen. Okay, oh nein, das möchte ich nicht. Ich möchte das ein bisschen zur Seite haben. Oder so, nee. So. Also hier mache ich ein zusätzliches Filter. Ich könnte die beiden Filter immer zusammenfügen, also mit einer End-Operation, eine Und-Bedingung sozusagen. Aber im Moment zeige ich es einfach, wie es hier steht. Und dann kann ich alle Studenten sehen, die rote haben. Ich denke, es kommen zwei raus. Also das sind die Vornamen der Studenten mit gingerfarbiger Haar. Sind zwei. Das sind Terence und Scotty, die haben eben diese Haarfarbe. Nicht nur das, nicht nur filtern kann ich kann auch sortieren. Na, vielleicht gibt es eine andere Haarfarbe, etwas. Wenn ich Damen wähle, dann gibt es Wenn ich Damen wähle, dann gibt es mehrere Unterschiede in Haarfarben. Das ist vor allem, weil es mehr Damen in dieser Versammlung gibt, in dieser Collection gibt. Deshalb. Also, nochmal laufen lassen. Dann gibt es etwas mehr Farben. Dann sieht man insgesamt vier Studenten rauskommen. Man kann die aber auch sortieren. Also nach einer der Operationen, die man im Fließband hinzufügen kann, ist sortieren. Und weil ein String von sich selber von alleine schon sortierbar ist, so, weil String comparable ist sozusagen, brauche einfach das Sorted hinzufügen. Dann reicht das völlig. Dann kommen die Studenten in der sortierten Namensreihenfolge. Also Jovita vor Melva, vor Nuna, vor Olympia. So ist es. Um die Macht des Sortierens nochmal zu zeigen, nehme ich mal erstes diese zwei Filter raus und sogar dieses so, auch gegessen und auch sogar dieses Sorted, aber dieses Sorted gebe ich einen Komparator mit und der Komparator, der schreibe ich hier an der Stelle. Und das ist ja der große Vorteil von Lambda-Ausdrucke. Und wir wissen, mittlerweile vorher in der Unterstunde gesehen haben, ein Komparator nimmt zwei Werte, ein A und ein B, und macht einen Vergleich, indem ich einen Pfeil habe und dann der Ausdruck schreibe, wie der Vergleich gemacht wird. Und ich möchte die Studenten sortieren nach Geburtsdatum. Ja, die haben alle ein Geburtsdatum und ich möchte zuerst mal einfach das natürliche Sortieren nach Geburtsdatum machen. Get birthdate und compare to B.get birthdate. Ja, also wenn ich das mal zur Seite schiebe, upsie, dann sehe ich hier, dass ich die Studenten, dass ich diese hier der Komparator geschrieben habe. Also von jeder Student von A nehme ich das Geburtsdatum und vergleiche das mit das Geburtsdatum von B. Ja? Die Auswirkung ist, sieht dann so aus, ich komme jetzt wieder alle Studenten zu sehen, aber der Student, der als niedrigster Geburtsdatum hat, kommt als erstes. Das heißt, man denkt, man sortiert die nach Alter, aber nach Alter ist die umgekehrte Reihenfolge, denn das erste Geburtsdatum liefert der älteste Student.
Das heißt, im Moment steht hier der älteste Student, der in 1939 geboren, das ist Melva Mailet. Das ist der erste Student, die erste Studentin. Und am Ende steht Sherlyn Simpson, die ist in 99 geboren, also das ist die jüngste. Wenn ich aber die umgekehrte Reihenfolge haben möchte, kann ich das sehr einfach erreichen. Wer hat eine Idee? Also das ist quasi ein Rätsel. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich dieser Vergleich einfacher machen kann? Wer hat eine Idee? Moritz, mach mal. Sorry. Ich dachte, man könnte da jetzt irgendwie was mit Descanning machen oder sowas. Also dass dann diese gleichen Ergebnisse in der anderen Reihenfolge. Ja, ich möchte aber die minimalste Änderung machen in dieses Programm, damit ich die Reihenfolge einfach umdrehe. Ja, also ich habe die Studenten sortiert und die Studenten sortiere ich, indem ich ein A und ein B vergleiche und ich möchte jetzt die Reihenfolge der Liste umdrehen. Also die Reihe, die Reihenfolge der Liste umdrehen. Wenn ich hier ein A habe und hier ein B habe und ich drehe die einfach um, dann ist auch damit die Liste umgedreht. Und ich möchte auch alle raten, hier A und B einfach an der Stelle zu ändern. Denn wenn man das liest, B und A, dann sieht man quasi im Kopf schon, das ist eine komische Reihenfolge. B kommt normalerweise hinter A. Dieses B, A ist das Signal an derjenige, der diesen Code liest, dass das die umgekehrte Reihenfolge ist. Und dann, wenn ich dieses Programm dann laufen lasse, dann habe ich tatsächlich die umgekehrte Reihenfolge. Dann steht diese, wie hieß sie noch, Sherlyn, die steht dann ganz oben, weil die jüngste ist. Und die Melva, die steht hier ganz unten. Zufälligerweise landet mein Finger auch da. Das ist schön, aber das ist nur Zufall. Okay, soweit haben wir die Collections und Streaming gehabt und die Lambda-Ausdrücke beschrieben. Es steht noch besser beschrieben im Buch, Kapitel, ich denke, 6, da stehen Lambda-Ausdrücke und in Kapitel 7, mal sehen, die Streams, die stehen vielleicht etwas weiter, im MOOC werden in dieses Kapitel behandelt und was ich euch zu Herzen geben möchte, ist, dass man auch in die Java-Dokumentation sehr viel Nützliches lesen kann und ich muss mal kurz gucken, java.util.stream. Ja, das ist ein Package. Und die Package-Dokumentation, die ist sehr ausführlich. Da wird sehr viel erklärt. Manchmal ist es schwierig, um zu lesen. Aber nichtsdestotrotz ist es eine gute Idee, um dieses zu lesen, weil man so auch sich aneignet, um Java-Dokumentation zu lesen. Und Sie müssen denken, Sie stehen später in der Karriere vor einer Stelle, wo ich habe das noch nie gesehen, lass mich mal das richtig lesen. Und auch während der Prüfung, wenn wir ein Performance Assessment haben werden, habt ihr diese völlige Dokumentation, habt ihr vorhanden. Es steht auf dem Stick, ihr könnt das lesen und weil es Java 11 ist, kann man auch suchen in diese Dokumentation und kann man nochmal nachschlagen, ich habe das mal gesehen, wo stand das noch? Nochmal kurz nachschlagen und kann man genau nochmal nachschlagen, was ich da haben möchte und sehen möchte. Also Java Doku lesen und das sehen Sie hier nicht. Aber auf dem Stick wird es so aussehen, dann habe ich das lokal auf dem Stick und dann kann ich auch hier auf das java.util.stream gehen, wenn ich das richtig getippt habe, ja. Und dann sehen wir, dass das Suchen genauso flott geht wie aufs Internet, sogar flotter. Und Sie müssen bedenken, auf dem Stick wird er kein Internet haben, jedenfalls nicht während der Prüfung. Okay, nächstes Thema. Handling Collections als Streams haben wir gesehen. Oh ja, was vielleicht noch interessant wäre, ich werde es nicht weiter erarbeiten. Wenn ich dieser kleine Bereich sehe, das hier oben, dann sehe ich hier stehen Students Filter und dann Ginger Haarfarbe und dann Name aufholen und holen und dann die Länge der Strings holen und das zusammenzählen. Das ist eine andere Möglichkeit. Das heißt hier diese Filteroperation, dann dieses Intermediate, das umwandelt von Student nach String
Und dann Map2Int sagt, was, was auf Kartons steht, nämlich das Umwandeln von irgendeinem Referenztyp auf ein Int-Wert. Und die kann man zusammenzählen und somit sind dann die, die Länge der Namen zusammengezählt. Wenn ich das gleiche auch nochmal machen würde, aber in vor Java 8 Zeiten, also ohne diese Functional, diese Lambdas, dann hätte ich es so schreiben sollen. Also das erste Prädikat sieht so aus, die Function, um die Umwandlung zu machen, sieht so aus und dann die Map2Int, die sieht dann so aus. Man sieht dann, was, dass man sehr viel mehr schreiben soll. Und wenn man es lesen sollte, dann muss man auch umso mehr lesen. Und man sieht auch hier der große Vorteil von Lambda-Ausdrucken, dass man sehr knapp und kurz schreiben kann, was man möchte. So etwas wie Stringvergleich, Namensumwandlung, Map2Int, also vom Referenz irgendwie zu einem Int-Wert kommen, zum Beispiel Länge abfragen. Und dass, wenn man Int-Werte, ein Stream von Int-Werten auf dem Fließband hat, dann kann man die Werte einfach zusammenzählen, das Average berechnen oder sonstige Operationen, die man mit Int-Werten auch machen könnte. Sehr mächtig, sehr interessant und sehr nützlich. Das nächste Beispiel, wie viel Zeit habe ich noch? Das nächste Beispiel ist, wäre im, im MOOC wäre das Stringbilder und Regex. Ich werde euch, möchte euch raten, um das einfach im MOOC zu lesen. Das wird da ganz kurz gehalten. Regex, das sind reguläre Ausdrücke. Und reguläre Ausdrücke erlauben uns, Texte zu vergleichen nach einem Muster. Und in dieses Muster kann man festlegen, wie, welche Art von Charakteren man haben möchte. Zum Beispiel, man kann festlegen, dass man zum Beispiel 4 Ziffern haben möchte. Oder eine Leerstelle, aber die aber optional. Das ist so hier, wie diese Fragezeichen geben. Diese Backslash, Backslash S heißt Leerstelle, dieses Fragezeichen optional. Und hier, dann gibt es 2 Buchstaben und dann gibt es Buchstaben von A bis Z, Großbuchstaben offenbar, und davon genau 2. Und das Ganze bildet dann das deutsche Postcode ab, die deutsche Postleitzahl. Ist nicht nur Zahlen, aber auch Buchstaben dazu. Und so kann man diese zusammen. Das ist ein sehr mächtiges Zeug, ist eigentlich ein bisschen früh, aber manchmal kann man es sehr nützlich benutzen. Und vor allem auch in Bezug auf Streams. Zum Beispiel könnte man so sehen, ob Studentennamen mit A anfangen und irgendwo ein N haben, so dass das Anna oder Adrian, Adrian oder irgendein Annelies heißen könnte. Das zweite Konzept, das nächste Konzept ist Enum. Und Enum kennt man vielleicht auch schon von anderen Sprachen. In Java hat das wieder einen anderen Dreh bekommen. Und das andere ist, dass, dass ein Enum genauso eine Klasse ist wie jede andere. Und dass so eine Klasse auch Methoden haben kann und konstante Werte haben kann. Und dass man die definieren kann. Die einfachsten Beispiele sind die Wochentage, wovon wir 7 haben. Oder die Farben in die Suits in Kartenspielen. Also, das ist Karo, das ist, weiß ich nicht auf Deutsch, Spade ist. Keine Ahnung. Club und Heart, das sind die englischen Namen. Und man kann auch die, die Werte haben von Kartenspielen. Also Ace, oh je, das ist eigentlich zu viel sogar. 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Man. Na, das ist weiter nicht so wichtig. Ich denke, es am besten ist, wenn ich jetzt aufhöre, zu, auf einem Grund, dass ich in dieser Klasse etwas weiter gekommen bin als in der niedrigen Klasse. Keine Ahnung, was der Grund ist. Vielleicht habt ihr auch besser aufgepasst oder ich habe mich mehr beeilt. Beide ist möglich. Aber ich werde hier mit der Unterrichtsstunde aufhören. Vielleicht gibt es noch Fragen, das ist umso wichtiger. Vielleicht gibt es noch ein paar. Oder ist alles klar? Das ist natürlich schön. Alles ist klar. Wie schön. Nichts sagen heißt ja. Hoffe ich. Gibt es jemand, der noch Fragen hätte oder eine Anmerkung hat oder irgendwas?
Nein? Naja, gut, dann werde ich dann will ich doch einfach zeigen, wie ich es mir ursprünglich gedacht hatte. Man kann, ich denke, man kennt in Deutschland auch das Spiel Schere, Papier, Stein. Rock, Paper, Scissors auf Englisch, auf Amerikanisch. Da gibt es Handgebärden, also das ist eine Schere. Und das ist ein Papier, ein flacher Hand ist, heißt Papier und eine Faust heißt Rock, Stein. Und das, die Idee ist, dass man mit zwei Leuten gegenübersteht und das der richtige Gebärde macht. Und wenn man es richtig macht, dann gewinnt man. Also zum Beispiel Rock beats Paper und Schere beats, Rock, Rock, Rock. Beats, so, das ist Rock. Beats, Schere, denn das macht die Schere stumpf oder kaputt. Und Papier entpackt Rock, das ist die zweite, das zweite Ding. Und natürlich ist, dass ein Papier kann von einer Schere geschnitten werden. Ich muss das mal so zeigen, sonst verirre ich mich komplett selber. Das ist die Grundidee. Und der Vergleich, ob eine Schere gewinnt von einem Papier, kann man in diese Innenwerte festlegen. Das sieht so aus. Ich kann zum ersten Mal die Werte definieren, also Rock, Paper und Scissors. Das sind die Werte in meinem Innen, genau wie Spade, Diamond und Heart in diese Karten. Genau, das sind die Werte. Und die Methoden, die Werte kann ich alle Methoden geben. Genau das gleiche Idee, wie ich vorher hatte mit die Lambda, also mit die Anonyme in der Klasse, in das erste Beispiel des Komparators. Ich kann einfach die Methode überschreiben. Die haben hier einen Namen, natürlich. Und diese, das erlaubt uns, um Rock eine besondere Methode zu geben, eine besondere Überschreibung, um zu sagen, ob es das andere Ding beats, also schlägt, auf Deutsch. Und hier steht, wenn das andere ein Scissors ist und ich bin selber ein Rock, dann ist das Scissors von mir geschlagen. Also das ist diese Bewegung. Wenn ich ein Paper bin und das andere Ding ist ein Rock, dann habe ich diese Bewegung, dann schlage ich das. Und wenn ich ein Scissors bin und das andere Ding ist ein Papier, dann habe ich diese Bewegung. Und hier habe ich, damit habe ich hier also das einfachste Modell gegeben, wie das Beats vonstatten gehen könnte. Was ich noch nicht gezeigt habe, wenn beide das gleiche zeigen, wenn beide Paper zeigen, dann habe ich ein deutsches, was weiß ich im Moment, nicht, Gleichspiel vielleicht, auf Englisch ein Draw oder ein Tie. Was kann ich das, dann kann ich nicht entscheiden, wer gewonnen hat, also muss ich nochmal machen und nochmal machen, bis es einen Unterschied gibt und dann ist einer von beiden ist dann geschlagen, weil es immer eine Kombination geben wird zwischen die zwei Spieler. Also das zeigt die Mächtigkeit eines Enums in Java. Man kann nicht nur eine Methode definieren in so einem Enum, aber man kann auch eine besondere Version dieser Methode pro Instanz, pro Value von dieses Enum haben. Und das ist wohl das Letzte, was ich dazu sagen möchte, zu diesen Innenwerten, denn sonst wird es, dann brauche ich mehr als 10 Minuten und die Zeit haben wir. Also noch eine Frage vielleicht. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann werde ich die Aufnahme stoppen. Und dann wünsche ich euch auch einen schönen Tag. Und wir sehen uns Mittwoch wieder. Dann werde ich euch auch die Sticks zurückgeben. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Okay.